Okay, wenn ich bei einer No-Cut-Challenge mal auf Toilette muss, was machen wir denn dann? Also ich lass laufen. Du meinst schon die Kameras, oder? Ja. Und damit herzlich willkommen zu YamTamTam und zu dieser No-Cut-Challenge. Wie ihr schon seht, bei dieser No-Cut-Challenge geht es darum, keine Schere, kein Messer zu benutzen und auch keinen Schnitt im Video zu machen. Deswegen machen wir jetzt hier ordentlich Tempo. Wir haben nicht was Leckeres für euch vorbereitet und das wollen wir schnell machen, nämlich eine Couscous-Bowl, so herbstlich mit Trauben, Kichererbsen, einen Senf-Honig-Dressing. Lecker. Lecker. Und deswegen mache ich jetzt hier erstmal das Wasser an und das Tablet weg. Und komm mit deiner Schüssel wieder. Wow, aufregend. Gibt's auch noch eine Waage? Ja, 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 ja. Perfekt. So, Wasser schon ready. Bitte schön. Dankeschön. Oh. Jetzt mach hier nicht so ein Chaos. Wieso? Wieso? So. Entrüstung. Zu unserem Couscous gibt es noch Gemüsebrühe. Genau, für den Geschmack. Das Schöne an Couscous ist nämlich, es geht mega schnell und man kann es aromatisieren mit ganz vielen Sachen. Safran, Minze, Pfeffersalz. Pfeffersalz. Mir ist nichts eingefallen, okay. Aber hier kommt jetzt noch heißes Wasser drauf. So in etwa ein Finger dick. So zack, perfekt. Der Rest kommt hier in den Topf. So, hier kommt ein Deckel drauf, das zieht durch und das stellen wir mal zur Seite. Genau. Zum Wasser noch etwas Salz. Ruder drüben. So, wir haben hier gefrorenen Brokkoli, weil wir natürlich den anderen nicht aufschneiden können. Das stimmt. Und es geht auch ein bisschen schneller, muss man sagen. Ja, Brokkoli klopft rein. Jawohl. Ich glaube, ich mache noch mal einen Schluck Wasser dann drüber, sobald du fertig bist, dann löst bisschen es sich. Noch. So. Stop. Jawohl. So. Deckel drauf. Perfekt. Okay, ich gebe dir mal hier die Pfanne. Yes. Denn als Topping gibt es auch noch Spiegelei. Oha. Egge. 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 Und du bist ja schließlich Spiegelei-Queen, da geht das zackig. Voll. Ich mache hier mal ein paar Kichererbsen auf. So, das geht doch wie geschmiert, wie geprobt. Bisschen Öl. So, zack. Ich brauche nicht mal die ganze Dose hier. Hä? Ja, ich guck, was du da so machst. Ich habe hier galant die Kichererbsen abgegossen und komme mit einer Schüssel zurück. Fürs Dressing. Sie. Es gibt nämlich ein Senf-Honig-Dressing. Hört sich falsch an, wenn man das so sagt, ne? Wieso hört sich das falsch an? Weil man immer Honig-Senf-Dressing sagt. Ach so, meinst du das? Senf-Honig-Dressing hört sich irgendwie... Naja, das Beste zuerst halt, ne? Senf. Liebe Senf. So, ich zupf mal auch schon mal Träubchen ab. Die Trauben. Das sind sehr große Trauben, würde ich damit sagen. Traubos. Traubos, sehr gut, ja. Wie ein Pokémon. Träubchen entwickelt sich zu... Das ist jetzt aber Digimon. Stimmt. Aber dann kannst du auch mega Digitation zu Traubos. Irgendwie so. Wow. So, das war interessant. Ein interessantes Erlebnis hier zusammen. Senf ist drin. Dazu Honig. Bam. Bam. Puff. So, ich schlag mal die Eier in die Pfanne. Oh ja. Werde so lange pausieren. Zack. 1A. Räume die Waage weg. So, Eier kann ich auch direkt mal wegmachen. Das hat ja alles hier tadellos geklappt. Hier zu Senf, Honig kommt etwas Zitronensaft. Ihr könnt natürlich auch frische Zitronen verwenden, aber die müssten wir schneiden, weil ich habe keine Lust, die zu zerreißen. Deswegen halt Saft, ne? Ey, ich bin so viel Rollschuh gefahren. Meine Oberschenkelmuskeln sind so krass, ich könnte die bestimmt einfach zerdrücken. Ja, zerdrücken! Ha! Das würde ich mir angucken. Melissa zerdrückt Gegenstände, also Lebensmittel, und ich koche dann daraus. So eine verrückte Kunstperformance, die könnt ihr euch dann im Januar angucken. Ja, könnt ihr in den Kommentaren schreiben, ob ihr das wollt. Das macht eine ganz neue Zielgruppe aus. Auf jeden Fall. So, Salz und Pfeffer. Und hier noch Joghurt. Zack.
Oh, Salz und Pfeffer übernehme ich auch direkt. Mehr. Mehr? Mehr. Mehr Joghurt? Bisschen noch. Okay. So? So? Ja. Du magst Joghurt, ja? Willst du mir damit sagen? Wenn du hier Pfeffer reinmachst, mache ich noch etwas Knobi-Granulat. Das mag ich tatsächlich ganz gerne. Puff. Salz gibt's auch noch. So, zackele. Und verrühren. Schön. Schön sieht das aus. Guck mal, ich habe auch schon mal zwei Bowls für uns mitgebracht. Oh, sweet. Was macht denn eigentlich unser Brokkoli? Ja, dem geht's gut. Perfekt. Zu Unrecht verteufelt, finde ich. Brokkoli voll. So lecker. Ich esse total gerne Brokkoli. Ich finde, der sieht auch schön aus. Richtig. Nicht giftig, lecker. Ja. I love the Brokkoli. Und? Nicht verbrennen, bitte. Nee. Den schrecken wir auch gleich ab, damit er nicht weitergart und die Farbe schön bleibt. Richtig. Ich mache hier mal kurz Taste-Test. Tutti. Ich mache auch schon mal hier Sesam ein bisschen auf. Top. Ready? So, das haben wir, 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 das haben wir. Upsi. Dann können wir hier mal nach dem Couscous gucken. Und wie geht's dem so? Ich hole schon mal einen Löffel zum Umrühren. Oh, tipptopp. Guck mal. Boah. Kein Wasser mehr. Schön fluffig. Geil. Couscous ist einfach so schnell und easy gemacht. Kannst du überall mitnehmen. Couscous ist dein Freund. Auch im Club. Auch im Club. Hey Leute, willst du ein bisschen Couscous kaufen? Ich hab doch was hast du denn dabei? Safran-Couscous. Ein bisschen Pfefferminz. Pfefferminz, ja? Zarte Zeug. Ja, ja, zarte Zeug hier. Ey, ich würde total gerne, dass es in Clubs mehr Essen gibt. Ja, das stimmt. Ich war einmal tanzen in so einem Club und der hatte so ganz viele Tanzflächen. Und da gab es dann eine Stelle und da gab es nur Cupcakes. Geil. Nur Cupcakes. Geil. Das war sogar Jazz und Cupcakes. Ja. Da war ich die meiste Zeit dann, lustigerweise. War richtig gut. Mann, auf Partys sind doch alle Leute auch immer in der Küche am Ende. Richtig. Ja, weil es der beste Ort ist. Vielleicht sollten wir einen Club zusammen aufmachen, ja? Und das ist dann einfach so ein Küchenclub. Ja. Das wäre schon geil. Hä? Dann in der Mitte ist so eine riesige fancy Kochinsel, wo Leute so crazy angezogen Sachen kochen und backen. Sehr gut. Lass uns darüber nachdenken. Ja. Und jetzt richten wir erstmal an, denn eigentlich ist alles ready. Voll. Brokkoli Couscous. Tipptopp. So. Unser Feldsalat ist übrigens auch schon gewaschen. Bei uns heißt er übrigens Mausohrsalat. Oh. Cute, oder? Oh. Oh. Ich bin eine kleine süße Maus, aber ich wundere mich, warum meine Ohren so weit oben am Kopf sind. Oh, ich liebe Feldsalat so sehr. Das ist echt mein Favorite-Salat. Mit Orangen und Knoblauch. Mm. Gab's echt so oft. Aha, sehr schön, sehr schlau. Hier? Ich mache hier schon mal so ein bisschen. Hey, hier Eier jetzt nicht, ne? Ich mache jetzt schon mal hier ein bisschen auf die Seite. So. Sobald du da ready bist, dann tauschen wir quasi wieder rüber. Ist hier eine richtige Bowlstraße. Bowl, keine Frittier, sondern eine Bowlstraße. Richtig. So, okay. Dann. Kichererbsen. Jawohl. Ja, eben. Träubchen. Wenn ihr hier so ganz klein noch die Wurzeln habt, die könnt ihr zwar mitessen, aber schöner ist, wenn ihr sie einfach so ein bisschen abknipst mit den Fingern. Abknipsen ist nicht schneiden, okay? Ja. So. Verteile hier dann mal ein bisschen Dressing auf den Salat. Ey, das geht hier ja ratzefatz. Yes. Wunderschön. Nice. Mensch. So. Die Eier sind auch on point fertig. Perfekt, dann hau rauf. Das Dressing könnt ihr auch dann einfach beim Tisch gerne einfach in ein Gefäß dazustellen. Dann kann sich jeder so drauf machen, wie er möchte. Ich bin zum Beispiel so ein Viehdressing-Esser. Esser, ja. Ah! Wow! Ah! Snap, das ist meins. Ah. Da seht ihr jetzt schon mal, es ist perfekt von der Konsistenz. Ich komme mal ein bisschen näher. Danke. Dann soll es jetzt nicht scheitern. Aha. Tipptopp. So, okay, ich muss es abwischen. Ich kann nicht anders.
Kein Problem. Ich muss ja noch hier ein bisschen Sesam drüber streuseln. Der darf nicht fehlen. So, hier, zack. So, upsa. Tipptopp. Hat keiner gesehen. Nee, ich hab's gesehen. Nein. Was habe ich nicht gesehen? Du hast gar nichts gesehen. Nee, ich habe allgemein nichts gesehen. Hey, das habe ich aber gesehen schon. So, Besteck ist da. Ja. Und dann kann direkt probiert werden. Yay. Nice, das ging noch mega zackig. Okay. Ich will auf jeden Fall Ei. Und das ist, bei mir ist schon verlaufen. Ich will hier Feldsalat. Komm her, Feldsalat. Und Brokkoli. Und überhaupt. Okay. Und Couscous. Jawohl. Ein bisschen. Brokkoli. Und zum Wohl. Mach mal. Ja. Gut. Also, ist so ganz viele Konsistenzen auch dabei. Ist schon frisch, fluffig. Du bist noch am Kauen. Nein, ich habe genossen. Also, ich finde es echt gut. Ja, ich finde es mega lecker. Und es ging ja mal super fix. Also, mega fix. Und wenn ihr noch mehr No-Cut-Challenges sehen wollt, dann findet ihr jetzt hier noch zwei Stück. Und in der Videobeschreibung ist das Rezept. Genau. Und vergesst nicht zu abonnieren und einen Daumen nach oben zu geben. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Tschüss. Bye, bye. Jetzt geht, ich will essen, bevor ja. Chung's mir klaut. Chung, geh weg. Geh weg, Chung. Oh, Gott. Tschüss, Chung.